Geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. So, herzlich willkommen hier auf dem Kanal Spielrausch und wir zocken Ghost Recon Wildlands. Und zwar ist das ein Solo-Permadeath, ja? Also, zwar hier mit den Teamkameraden und dann sind wir halt gezwungen, so zu spielen, dass wir nicht sterben dürfen. Ja, deswegen Permadeath. Das heißt, wenn wir sterben, müssen wir komplett von vorne anfangen und auch einen neuen Charakter erstellen. Wobei ich diesen Charakter sehr gerne mag. Lass uns beginnen, Leute. Unser erstes Ziel ist hier dieser Idiot. Das Kartell hat einen Rebellenführer namens Amaru. Los geht's. Wir haben das schon alle zusammen durchgekaut gehabt. Aber das sind ja ganz andere Voraussetzungen hier. Ich wollte eigentlich komplett alleine spielen, aber das erscheint mir eigentlich nicht zu schwer, oder? Wir machen nur mal eben die ersten zwei Missionen mit den Leuten hier, die wir dabei haben jetzt. Und dann schicken wir sie nach Hause. Dann machen wir alleine weiter. Das mache ich jetzt auch nur, weil wir die ja schon gespielt haben, die ersten zwei Missionen. Ich möchte nicht allzu lange da rumkauen jetzt. Weil wenn ich ganz alleine bin, muss ich alles doppelt aufpassen. Ja. Es ist dann natürlich noch viel schwieriger, als wenn man hier diese vier Mann dabei hat oder drei Mann. Also ein bisschen Verständnis zeigen und wer daran Freude hat, dass ich sterbe, kann hier mit hoher Erwartung das erleben. Die gibt es ja, die Zuschauer, die darauf hoffen, dass was passiert, dass man stirbt. Ja. So, wir sind gleich da. Frage ist, ob wir hier von hier oben angreifen oder unten. Unten ist ja auch noch ein kleines Zielörtchen. So Leute, wir sind da. Macht Schalldämpfer drauf. Und tötet, was zu töten gibt, außer diesen jungen Mann. So. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Das sagte ich doch. Siehe das Ziel. Vorwärts. Und denkt dran, immer nachladen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Oh. Ich habe missgebaut. Ich habe es wieder behoben. Den Mist, den ich gebaut habe, habe ich auch wieder ausgebaden. Sauber hier drüben. So, dann machen wir eben hier. So. Wir lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Wir sind Tangos, ziemlich nah. Ist nicht so schlimm. Läuft doch wie geschmiert hier. Alles okay. Ja klar, alles okay. Hier ist ein Sicario. Da, im Wachturm. Verteilt euch, Leute.
Ja, guck mal, dass der meinen Kollegen nicht sieht. So ein Schwachsinn, ne? Du Arschloch. Antwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Genau, Capron. Jetzt beruhig dich, Capron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Tja. Na klar, der ist auf der Atoll gefahren. Hör zu, dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Ach, du Lappen. Ach, du Lappen. Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann, der hält der Folter nicht... Das wäre dann da unten. Okay, Einsatzziel ist schon gelegt. Wer wir ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Wir räumen hier aber noch auf, Freunde. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Okay, aufatmen. Naja. Scheiß da drauf. Scheiße, Mann, er wollte sich ergeben. Ja? Hier gibt's keine Gefangenen. Neue Fertigkeitspunkte erhalten, Stufe 2. Moment, das machen wir mal eben. Ja, es ist auch alles zurückgesetzt worden dann, ne? Es wird alles zurückgesetzt, wenn man stirbt. Also es ist wirklich permades. Du bist für immer tot. Deine Charakter ist weg. Futsch. So. Geht das nicht? Man hat mir doch gesagt, ich könnte hier was ändern. Bin ich denn jetzt bescheuert? Ach nur das, was man darf. Aha, ich darf es mir nicht aussuchen, ja? Zum Beispiel stabiles Ziel wäre jetzt mal vom Vorteil gewesen, aber nein. So, ich würde sagen, wir erledigen auch das Dörfchen unter uns. Machen mal eben hier. Da unten sind zwei Stück. Denn wir haben ja auch Sachen einzusammeln. Dein ist auch noch ein Wort, ne? Dafür reicht mein Fernglas anscheinend nicht. Aber ein drittes Ziel. Ja, man muss auch immer damit rechnen, dass Leute um die Ecke gefahren kommen. Also das ist nicht ohne, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich bin positiv überrascht von dem Spiel. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Gut. Sollte reichen. Meine Leute können auch mal was tun. Die haben bis jetzt noch gar nichts getan. Granate fliegt. Granate fliegt. Wir sehen uns. Okay, wo will der hin? Wie geil, ich mag das. Ja, was machen wir? Wir kämpfen, Leute, wir kämpfen. Scheiße. Okay, wir erwarten ihn. Lass sie mal kommen. So, näher können wir nicht gehen. Okay, Leute, da kommt er. Perfekt. Sauber. Ja, schön, dass er nachkommt. Wenn da jetzt so ein Wagen käme... Okay, wir müssen nochmal zurück. Da oben müssen wir noch was. Da müssen wir noch was reinschmeißen.
Und zwar hier. Und dann Munition mitnehmen. Wo ist es? Hätte ich fast vergessen. Ja? Munition, 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 Munition ist da. So, und dann geht's auch schon weiter, ja? Wieder runter, Leute. Ich hab doch gesagt, ich komme sofort wieder. Nein, die rennen mir hinterher. Sehr schön. So läuft das Ganze richtig gut. Ich dachte, es kommt Verstärkung. Kommt anscheinend aber nicht. So, dann haben wir da oben auch noch irgendwas. Okay, wir gehen zum Option 2. Wenn ich jetzt hier durchsterbe, ich glaube aber nicht. Ja, wir wollen mal nicht übertreiben. Hinterher sterben wir wirklich durch einen Sturz oder so. So ein zum Beispiel. Und dann sind wir echt gestorben für nix. Ja, genau sowas. Wir befreien jetzt erstmal Amaru. Schnellstmöglichst. Das hat aber ganz schön abgebremst, wa? So, Leute. Seid ihr da? Wir haben Gesellschaft, bleibt wachsam. Kommt man hier irgendwie drauf? Nee. Und hier auch nicht? So eine Sniper-Position wäre ja auch mal angebracht. Marco, in der Scheune. Was denn da los? Drücken Sie 3, um Ihre Handfeuerwaffe zu benutzen. Drücken Sie für getarntes Vorgehen. Oh, zum Ducken. Und C, um sich hinzulegen. Entdeckungspfeile zeigen an, wie sie aktuell sehen können. Was? Wer sie aktuell sehen kann? Naja, das wissen wir doch. So. Mich kann mal keiner sehen, ich sehe aber alle. Noch einen Tango. Okay. Und das macht 3. Wieso 3? Vogelscheuche hier oder was? Ach so, der da. Hm. Aber das sind garantiert nicht alle. Guck mal. Na? Das sind doch nicht alle. Wollt ihr mir das erzählen, dass es alle sind? Na?
Boah. Okay, den schalten wir jetzt mal sofort aus. Der ist... Ups. Locker bleiben, alles ist gut. Mhm. Mann, bin ich gut. Was? Hinlegen. Kann ich mich nicht hinlegen? Wartet mal. Ich konnte mich doch hinlegen, oder? Bleibt locker, Leute. Moment. B. Ja, ja, ist nicht so schlimm. Die werden den leben lassen. Der kann ja nichts dafür. Sinkmarkierung. Okay, machen wir das. Verstanden. Unterwegs. Sofort. Bereit für den Angriff. Natürlich, natürlich. Bereit? Feuer frei. Verstanden. Ja, komm, ist schon witzig, oder? So, vorwärts. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gelaufen. Los geht's. Genau, ganz wichtig. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Nicht einfach drauf losschießen, Leute. Schon immer haben. Neue Fertigkeitspunkte erhalten. Stufe 3. Na komm. Mach hin. So, das haben wir auch. Ja. Nachladen. Und Munition nehmen. Ja, sieht so aus, als hätten wir ihn jetzt schon. So, Monsieur. Guten Tag. Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Okay. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich fliege. Aufsitzen. Los, los, los. So sieht es aus. Bringen Sie Amaru nach Itaqua Echo. Echo. Was ist das für ein Auto? Wird mir rot gezeigt. So. Ja, Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Sobald wir ihn hier abgesetzt haben. Waffenkiste entdeckt. Ja. Oh, kann
nicht gebrauchen. Auf jeden Fall. So, hier lang. Alles okay, Mann. Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aucas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie, Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swenny ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir Amaru befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen jedes Dorf, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Ha 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 ha!